Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozok Mega S zum neuen Video. Heute mal wieder ein cooles Meinungsvideo aus dem Urlaub, denn heute sind wir, oder generell, wir sind jetzt schon seit 3-4 Tagen hier in der sächsischen Schweiz und es geht um das Thema Sachsen-Urlaub, Berge, Wandern und alles, was so damit im Zusammenhang steht. Und weil es ja ein richtig geiler Männer-Content ja hier ist, erzähle ich euch genau, was wir so gemacht haben bisher und was so noch bei uns ansteht und wie ich das Ganze jetzt so die ersten paar Tage erlebt habe. Also generell gesehen ja, hatte ich ja schon mal ein Video gemacht zu dem Thema Deutschland, Sprachen und Dialekte. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann klickt mal hier oben links in den Einblender. Da werdet ihr dann zum Video kommen mit deutschen Dialekten, weil ich ja die sächsische Sprache, also den sächsischen Dialekt ja sehr, sehr cool und nice finde und gut finde. Deswegen fühle ich mich auch hier sehr zu Hause, also so heimatverbunden. Wir sind jetzt gerade, also falls ihr das hinterher um uns sieht, weil wir laufen jetzt gerade bergab, vom Kuhstall gekommen. Das ist hier in einer kleineren Ortschaft mit dem sogenannten, mit der Himmelsleiter, einer der klassischen Aussichtspunkte hier in der sächsischen Schweiz. Da gibt es ja ganz, ganz viele Berge und halt Aussichtspunkte, auch Klettertouren, Wandertouren. Und dementsprechend waren wir jetzt gerade oben. Da findet ihr zu ein Video von der Miracolina, die vor mir läuft, also kurz gezeigt, da ist sie. Wie wir hier den Berg erklommen haben und wie wir uns oben halt den 360-Grad-Rundumblick über die sächsische Seenplatte, sage ich jetzt mal so, also sächsische Schweiz, gegönnt haben. Vor allen Dingen in die Südrichtung, weil wir uns ja jetzt hier auf der Südseite der Elbe befinden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Bad Schandau. Das heißt, wir haben das Tal auf der linken Seite gesehen mit allen anderen Bergen. Und man muss natürlich dazu das Ganze mal ins Verhältnis setzen, wandern oder generell für mich ist es ja immer so, das hatte ich auch schon im letzten Video gesagt, dass ich Aktivurlaub immer ganz gut finde. Das heißt also, ich möchte gerne, wenn ich im Urlaub bin, was machen, weil nur im Hotelzimmer rumsitzen oder wenn man jetzt, ich sage mal, Strandurlaub macht, nur Strand, also irgendwie so an die Kanaren oder irgendwelche Inseln oder ich weiß jetzt nicht, im Mittelmeer oder so, nur am Strand liegen ist auch nicht mein Ding, sondern ich möchte natürlich was machen, damit ich aktiv bin, weil ansonsten, wenn ich nur rumliege, dann könnte ich auch zu Hause machen. Das muss ich halt nicht im Urlaub machen. Ja, und wir sind halt jetzt hier, wie gesagt, in der sächsischen Schweiz. Wir haben ganz, ganz viele Berge schon bestiegen. Wir waren schon auf dem Pfaffenstein drauf. Wir waren schon auf dem Königstein drauf. Auf dem Königstein ist dann auch noch eine riesengroße Festung, also eine Festungsanlage. Dazu haben wir auch noch ein Video gemacht. Das ist auch sehr, sehr schön dort. Und generell gesehen, so sächsische Schweiz mit der Kultur und auch was mit dem Ganzen, mit der Vergangenheit zu tun hat, finde ich halt sehr, sehr gut. Die sächsische Schweiz ist ja durch, ich sag jetzt mal, die Verschiebung der Gletscher in den Eiszeiten entstanden, wenn man das jetzt mal historisch nimmt, korrigiert mich da, falls ich da falsch liege, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So dass verschiedene Gletscher, also die sich ja während den Eiszeiten gebildet haben, aufeinander zugewandert sind und dabei halt Geröll, Steine und alles Mögliche halt zusammengeschoben haben. Und durch den Druck der Gletscher sich dann halt auch diese, ich sag jetzt mal, Sandsteinberge gebildet haben. Das Ganze ist sehr, sehr cool und sehr, sehr nice. Und wie gesagt, jeder, der gerne wandern möchte, der kann das gerne mal machen, kann ich nur wärmstens empfehlen. Die Luft ist hier sehr klar, es ist sehr, sehr gesund. Man kommt ja heute auf die Berge rauf. Es ist ein bisschen anstrengend, bergauf zu laufen. Deswegen mache ich das Video auch jetzt, während ich bergab laufe, weil dann kann ich weiterhin reden, ohne dass ich die ganze Zeit hechel wie so ein Depp. Und es ist halt so, dass wir für uns natürlich überlegt haben, welche Touren wir machen können. Es gibt verschiedene Touren, die man machen kann in der sächsischen Schweiz. Wir sind zum Beispiel über den Kurort Rathen. Der liegt ein bisschen weiter westlich in diese Richtung, hingefahren. Dann hatten wir das Problem, dass wir auf dem Hinweg halt die normale Strecke nicht fahren konnten, weil dort eine Absperrung war. Also irgendwie werden da gerade die Straßen renoviert, dass wir so einen Umweg fahren mussten. Auf jeden Fall sind wir über den Kurort Rathen dann gekommen und haben dann von dort aus den Aufstieg auf die Bastei gemacht. Mira, wartest du ganz kurz? Und haben dort so den Aufstieg auf die Bastei gemacht und dementsprechend sind wir dann oben auch auf der Bastei gewesen, die Basteibrücke, und haben uns auch dort die Basteiburg, die oben drauf ist, angeschaut. Die war wirklich sehr, sehr schön. Dort haben wir auch richtig tolle Aufnahmen gemacht und generell für Leute, die halt Landschaftsfotografie machen oder generell halt Landschaften und solche, ich sag jetzt mal, malerischen Gebilde sich anschauen wollen, ist das ein sehr, sehr geiler Urlaub, weil da kommt man natürlich komplett auf seine Kosten. Dann
möchte ich natürlich anmerken, wir sind dann über die Schwedenlöcher wieder nach unten gegangen, also von der Bastei runter über die Schwedenlöcher. Auf der Bastei haben wir noch, also habe ich noch ein Food Review gemacht, also falls der auch schon online sein sollte, verlinke ich ihn euch jetzt hier zusätzlich. Falls nicht, schaut doch mal in die Playlist meiner Food Reviews rein, da könntet ihr euch dann anschauen, dass ich die Bastei Bratwurst gegessen habe. Ja, und natürlich ist es halt einfach so, dass ich generell dieses ganze Feeling mit dem Wandern und mit dem, ja, Bergsteigen, ich finde das einfach richtig geil. Man sieht ja auch hier die Natur hinter mir, es ist halt sehr, sehr hügelig. Also wenn ihr jetzt mal nach unten filmt, ihr seht, es geht hier steil bergab. Wir sind dann vorher natürlich nach oben gelaufen. Das hat uns natürlich massiv geschlaucht. Und der Aufstieg sollte so 40 Minuten dauern. Wir waren ein bisschen langsamer, weil wir halt auch zwischendurch noch ein paar Fotos gemacht haben, ein bisschen Filme gedreht haben, also mit der GoPro und allem drum und dran. Und von daher kann man natürlich sagen, jo, passt schon, was so an Zeitangaben hier sind. Und natürlich ist es halt so, dass wenn man gerne wandern geht, dass man dann natürlich auch am Ende des Tages halt wirklich weiß, was man gemacht hat. Man fühlt sich dann halt ja nicht erschöpft, aber man fühlt sich halt kräftig und so bestätigt. Und dieses Erlebnis, sage ich jetzt mal, dass man halt wirklich was geschafft hat, das finde ich halt richtig, richtig, richtig gut. Und da kann ich einfach nur sagen, müsstet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Dann natürlich nochmal dazu das Thema mit der sächsischen Sprache. Wir sind hier sehr, sehr vielen, ja, fremden Menschen begegnet und die waren alle super freundlich. Mega freundlich. Oh, da unten ist wieder ein Hundi. Oh, ist wieder eine französische Bulldogge, glaube ich. Kann das sein? Das ist ja überragend. Wir haben halt, wie gesagt, sehr, sehr viele Leute getroffen, die auch mit ihren Hunden unterwegs gewesen sind. Und auch so dieser sächsische Dialekt ist extrem nice und extrem cool. Und ja, tatsächlich ist wieder eine französische Bulldogge. Ja, wir haben schon mehrere Hundis gesehen, also in der Form, sage ich jetzt mal. Ja, vorhin war es, aber das war ja, gemixt. Der war auch extrem süß. Wir haben ganz viele von den Hundis. Hallo, na, kleiner Hundi. Oh, der ist auch besonders süß. Also ihr habt jetzt, hier die Hälfte geschafft, kann man das sagen? Ja, genau, und dann müsst ihr noch einmal rundherum, hoch und dann seid ihr ganz oben. Aber es ist noch ein bisschen, aber schafft ihr locker, denke ich mal. Und wenn der Hundi zieht, dann geht das bestimmt ab. Ja, aber sie sucht eh nur Fettchen. Dann schönen Tag euch noch. Ja, ein besseres Beispiel für die Freundlichkeit der Leute hier kann man eigentlich nicht finden, wenn ihr das mal so gesehen habt. Und ja, da vorne ist noch ein, ich hoffe man sieht das, ein Fotopunkt, ein großer Stein. Dort haben wir krasse Fotos noch drauf gemacht. Und man kann halt hier natürlich auch perfekt die Landschaft und natürlich man sich selbst mit in Szene setzen und natürlich auch tolle Fotografien schaffen. Auch halt auch von den Bergen nach oben, nach unten halt runter, dass man sozusagen die Täler fotografiert. Wir hatten jetzt auch zwei Tage, da war es ein bisschen, ich sag jetzt mal, feuchter und Regen, also nicht regnisch, aber ein bisschen grau, sage ich mal. Dadurch war es sehr nebelig in den Bergen gewesen. Dadurch sind die Aufnahmen nicht ganz so cool geworden. Aber jetzt heute scheint, also strahlender Sonnenschein heute, es ist einfach perfektes Wetter und da kann man natürlich dann auch richtig, richtig gute Aufnahmen machen. Ja, ansonsten kann ich natürlich einfach nur sagen, sächsische Küche habe ich noch nicht so viel probiert, weil wir sind auch noch nicht so häufig essen gegangen. Noch gar nicht eigentlich. Und das müssten wir auf jeden Fall noch nachholen. Das würde ich auf jeden Fall mal gerne machen. Aber wir waren jetzt halt auch oben gewesen, hier auf dem Berg. Und da gab es ein Gasthaus. Und die hatten halt nur so, ich sag jetzt mal, Hausmannskost. Sojanka für 8 Euro. Ja, genau. So eine Hausmannskost, so Sojanka-Suppe und so eine Brotzeit. Und 10 Euro. Ja, fand ich ein bisschen teuer dafür, dass ich 3 Scheiben Brot kriege mit ein bisschen Käse, Wurst und Aufschnitt. Also so war nicht ganz so mein Flavor, sage ich jetzt mal. War mir ein bisschen zu teuer. Und von daher habe ich jetzt gesagt, okay, das muss nicht unbedingt sein. Und wir schauen jetzt nochmal dann in Bad Schandau, würde ich sagen, unten, ob wir da ein gutes Restaurant finden, dass man da auf jeden Fall nochmal sich verköstigen lassen kann. Vielleicht wird es klassische sächsische Küche, vielleicht wird es aber auch irgendwas anderes, das werden wir dann einfach sehen. Dann in China, all you can eat in Pirna für 96. Da müssen wir noch nach Pirna fahren vielleicht. Aber generell so, also bisher alle Menschen, die mir jetzt hier so in dem sächsischen Gebiet begegnet sind, die waren immer sehr freundlich, sehr aufgeschlossen, bis auf der bösartige Orgelspieler an der Basteibrücke, also bösartiger Orgelspieler, wenn du dieses Video sehen solltest, ja, böser Mensch du, ja. Auf jeden Fall. Die Frau bei der Kasse von der Ach genau, das habe ich auch noch nicht. Königstein war ja auch krankig. Genau, das ist auch noch so eine Sache. Wir sind ja auf den Königstein gegangen und dort war der Aufzug, also nur für Personen mit Gehbehinderung freigeschaltet, kann das sein? Ja, und Kinderwegen, steht aber nicht auf der Website. Genau, das. Man hat den ja im Preis mit drin. Man zahlt 12 Euro, um hochzukommen. Mhm. Und der Fahrstuhl ist im Preis mit drin und jetzt ist der Fahrstuhl wegen Corona geschlossen und es steht weder auf der Website noch gibt es Rabatt. Und es gibt auch nicht, steht
steht in keinem Reiseführer, in keiner Kurkarte drin, sondern nirgendwo eigentlich. Genau, und dann fühlt man sich verarscht und dann ist die Frau halt auch so krantig. Ja, dazu kann ich wirklich nur wieder sagen, also die Kassiererin, die da saß, das war auch so eine, ich will jetzt wieder nicht so mies sein, aber es war so eine richtig dicke, alte Schachtel, die einfach nur ihren Job gehasst hat. Man hat richtig gemerkt, dass die keinen Bock hatte, da zu arbeiten. Und dann denke ich mir halt wieder, die verkauft mir die Karten für den Aufstieg auf den Berg, ist schlecht gelaunt und grantig und ich bezahle mit meinen Eintrittskarten ihr Gehalt. Das finde ich einfach unerhört und ja, ich weiß nicht, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt, aber die Frau würde ich nicht länger beschäftigen, um es mal so zu sagen. Ja, ist halt extrem kundenfreundlich. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ist es halt so, dass diese gesamte Berglandschaft, es gibt ja ganz, ganz viele Berge hier insgesamt, wie viel? 10, 12 oder sogar noch mehr? Noch mehr, also müsstet mal ihr mal gucken, vielleicht blende ich euch auch eine Karte komplett von der Sächsischen Schweiz rein und markiere euch auch, wo wir auch schon überall drauf gewesen sind. Das will ich sehen. Naja, mal schauen, ob ich das hinkriege. Das werden wir bestimmt schaffen, ob ich das einblenden kann. Ich muss mal gucken, wo ich das mache, muss ich das hier so in der Höhe so einblenden, damit das neben dem Gesicht von mir ist. Aber naja, müssen wir halt schauen. Nee, und auf jeden Fall ist das, wie gesagt, kulturell hier sehr, sehr, sehr schön. Auch so die Gegend an sich, es gibt sehr, sehr viele halt Fachwerkhäuser und halt auch die Bauten, die wir hier so gesehen haben, wirken halt sehr rustikal. Schon, also mehr als, sage ich jetzt mal, 50, 60, 70 Jahre alt. Manche Gebäude auch schon über 100 Jahre alt und auch gut restauriert oder beziehungsweise in einer schönen Struktur. Und das kann man sich gut geben. Und wenn man so generell die deutsche Kultur feiert und das gut findet, dann ist so ein Ausflug in die Sächsische Schweiz auf jeden Fall mal wert. Ach genau, wo wir gerade dabei sind. Guckt euch das mal an. Hier haben die Leute, also jeder, der hier auf den Berg rauf geht, hat so kleine Steintürmchen gebaut, 5, 6 Sterne aufeinander gesetzt auf den Baumstämmen. Und das sieht schon spektakulär aus, muss ich ja sagen. Also ich habe das nicht gemacht, ich bin da nicht so der Feinmotoriker. Ich habe auch einen Berg gebaut. Den hast du weiter hinten auf dem kleinen Ding gebaut, richtig? Auf ja, dem, wenn man hier langläuft, muss man aber einen bauen. Genau, also Mira hat das im Zuge für unsere Familie gemacht. So, ja. Also ich habe mich jetzt aus der Affäre gestohlen. Nee, und auf jeden Fall, wie ihr sagt, alles in allem bin ich mit dem Urlaub wirklich sehr zufrieden. Warte mal kurz, okay, machen wir nochmal. Also das beginnt da oben, dort wo der Baumstamm anfängt und oh, geht das hier runter bis da unten hin. Also wirklich ganze Stückchen. Mindestens 60 Meter sind das. Und ey, nicht übertrieben, wir können das ja. Willst du nachmessen? Das lasse ich drin. So, also bevor das Ganze jetzt hier nochmal in die 18-Plus-Variante überspringt, kann ich euch nur empfehlen, also macht auf jeden Fall auch mal Urlaub in der Sächsischen Schweiz. Es ist wirklich sehr, sehr toll. Mir hat es bisher sehr, sehr viel Freude bereitet. Auch so, wir sind ja jetzt im Oktober da, also sonst sind wir immer im November da gewesen. Das heißt also von der Ende November. Von der Wetterlage ist es ansonsten deutlich kälter und kühler. Dann sind weniger Touristen. Welchen hast du gebaut? Sehr nice, cool. Ansonsten gibt es weniger Touristen und Wanderer hier halt in den Bergen. Aber so an ja, sich... Ja, Winterwandern hat auch was für sich. Weil ich möchte auch immer Fotos und Videos haben ohne Menschen. Ja. Ich weiß. Wir kriegen das auch ganz gut hin. Aber im Winterwandern ist es deutlich einfacher, ohne Menschen zu fotografieren und zu filmen. Genau, in meinem Video, da halte ich einfach drauf, die Leute, die drin sind, haben sie Pech gehabt. Ist mir egal. Ja, also falls einer, der sich jetzt dieses Video anguckt, sich selbst erkannt hat, dann müsstet ihr bitte mal in meine Kanalinfo gehen und erstmal abonnieren. Und dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, dass ich euch wegretuschieren soll, falls das gewünscht ist. So, aber an der Stelle würde ich jetzt einfach sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, falls ihr noch kein Abonnenten dieses Kanals sein solltet. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozok. Ciao.